Rom ist umgeben von vielen kleinen Gärten Eden. In der Renaissance verwandelt sich die Landschaft rund um die Hauptstadt. Es entstehen erste Gärten, in denen die gehobene römische Gesellschaft Lust wandeln kann. Sie machen weltweit unter dem Namen italienische Gärten Furore. Der italienische Garten hatte zwei Grundmerkmale. Einerseits stand er für die Beherrschung der Natur durch den Menschen. Das spiegelte sich in den Villen der Landesfürsten oder Kardinäle wider. Andererseits stand er für eine enge Verbindung zur Natur. Der Natur als Sinnstifterin, als Gottes Schöpfung. Diese Gärten sind Kunstwerke unter freiem Himmel. Skulpturen fügen sich harmonisch in die Vegetation ein. Sie zeigen, welche Rolle der Mensch der Natur zuweist, dem Verstand und den Sinnesfreuden, aber vor allem der Macht. Der Garten ist ihr Spiegel und dient ihr als Instrument. Die Quelle der Inspiration liegt nur wenige Kilometer von Rom entfernt, in einer idyllischen Landschaft mit einer ausgefeilten Bewässerung. Das antike Tibur und heutige Tivoli ist die perfekte Sommerfrische. Ein idealer Ort für Kaiser Hadrian, der zur Blütezeit des Römischen Reichs im 2. Jahrhundert regiert. Hier schafft er sich einen Hafen der Ruhe. Die palastartige Anlage besteht aus privaten Teilen wie dem Teatro Marittimo und einem öffentlichen, den Besucher betreten dürfen. Beide sind eingebettet in den Garten. Eine Reminiszenz an Griechenland, insbesondere die Säulenhalle. Sie erinnert an den Ort, an dem die Stoiker auf der Agora Athens ihre Vorträge hielten. Denn Hadrian versteht sich in erster Linie als Philosoph. Das ist ein großer Garten. Ein Ortus Concluso, wie die Römer sagen. Es handelt sich dabei um einen ummauerten Garten mit einem Wasserbecken in der Mitte. Hier findet man immer ein schattiges Plätzchen und kann zur Ruhe kommen. Dieser Ort war die lebendig gewordene römische Devise Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Die doppelte Säulenhalle war so konzipiert, dass man, wenn man sie nach dem Essen mehrfach auf- und ablief, die Schrittzahl erreichte, die Ärzte empfehlen, um gesund zu bleiben. Hier kann Hadrian, fernab der Intrigen des Senats, darüber nachsinnen, wie er sein Reich am besten regieren könnte. Am anderen Ende der Anlage lässt er eine Halle für prächtige Bankette bauen. Der Kaiser thront unter dem Gewölbe, während seine Gäste, entsprechend ihrer Wichtigkeit, um ihn herum gruppiert sind. Hier wurde gearbeitet, debattiert, aber auch dem Müßiggang gefrönt. Man weiß, dass die Römer halb im Liegen gegessen haben, auf Divans rund um das Wasserbecken und sich beim Klang des Wassers entspannten. Besonders in diesem Pavillon. Da plätscherte es so leise vor sich hin, dass man sich dabei unterhalten oder der Musik lauschen konnte. Zugleich war das ein Ort imperialer Machtinszenierung. Die Natur sollte echt erscheinen und war doch künstlich wie ein Make-up, das man nicht sieht. Eine gelungene Verbindung zwischen zwei Konzepten, dem Pragmatismus der Römer und der raffinierten Ästhetik, die der Kaiser sich bei der griechischen Kultur abgeschaut hat, die ihn so faszinierte. In der Renaissance wird der Garten als Ort der Machtinszenierung wiederentdeckt. Im 16. Jahrhundert erhält Kardinal Ippolito Secondo d'Este vom Papst das Amt des Statthalters von Tivoli, unweit der verschütteten Hadriansvilla.
Der Humanist möchte ein Meisterwerk schaffen. Er lässt die Hadriansvilla ausgraben, fügt die wunderbaren Wasserspiele hinzu und spart nicht an Marmor. Er entwirft eine neue Art von Lustgarten, der seiner Stellung Glanz verleiht. Das hier ist Klein Rom. Wie Sie sehen, gibt es hier Bereiche, die an die Thermen, aber auch die Ruinen einer antiken Stadt erinnern. Das war völlig neu. Dadurch erhielt die Inszenierung der Macht eine zusätzliche Legitimation. Der Papst war in gewisser Weise der neue Herrscher. Doch Kardinal d'Este scheitert letztlich mit dem Versuch, selber Papst zu werden. Dafür gestaltet der Humanist seinen Traumgarten immer weiter aus und zeigt, wie der Mensch auf verblüffende Weise die Natur formen kann. Alle Fontänen, alle Wege wurden vollkommen symmetrisch angelegt. Es ging darum, den Raum zu kontrollieren. Diese Beherrschung der Natur soll den kleinen Kreis seiner Anhänger bezaubern, zeigt aber auch, welche Macht er innehat. Die Gäste schritten von beiden Seiten die Treppen zu dieser Loggia hoch und wurden regelrecht überwältigt von dem einmaligen Blick, der sie erwartete und der auf die Erkenntnisse zur Perspektive im 15. Jahrhundert zurückging. Die Villa d'Este löste allgemeine Begeisterung aus, sodass auch die anderen Kardinäle und einflussreichen Familien ihre Paläste vor den Toren Roms haben wollten. Ein Zeitgenosse des Kardinals findet zur gleichen Zeit einen Zufluchtsort in der Grafschaft Bomarzo, 100 Kilometer von Rom entfernt. Vicino Orsini ist ein adliger Offizier in Diensten des Papstes und ebenfalls Humanist. Sein Garten ist das Gegenteil des auftrumpfenden Tivoli. Er schmückt ihn mit Skulpturen und fantastischen Bauten, wie diesem Orkustor, und kreiert einen Ort der Desillusion. Er lehnt die zur Schaustellung der Macht ab. Orsini ist tief enttäuscht von Papst Paul IV., der mitverantwortlich ist für das Konzil von Trient und die Inquisition. Dieser Papst hat unter anderem eine harte Vergeltungsaktion in einem Dorf im Süden Latiums zu verantworten. Frauen und Kinder hatten sich in eine Kirche geflüchtet, in dem Glauben, dort sicher zu sein. Die Soldaten jedoch, unter ihnen Orsini, haben die Kirche angezündet und ein Massaker angerichtet. Daraufhin verließ Orsini das Militär, zog sich in seine Grafschaft zurück und begann, diesen öffentlich zugänglichen, magischen Ort zu erschaffen. Der Garten eines Adligen, der aufbegehrt. Ein Ort, der verschlüsselte Botschaften an Gleichgesinnte enthält, an die wenigen Verfechter von Toleranz. So wie diese überraschende Skulptur in Form eines Hauses. Das schiefe Haus wirkt auf den ersten Blick skurril, ist aber ein Schlüssel zum politischen und historischen Verständnis dieses Ortes. Der Park der Ungeheuer wird während des Konzils von Trient errichtet. Das Haus lädt dazu ein, selbst in schwierigen Momenten die Ruhe zu bewahren. Es neigt sich, aber fällt nicht um. Mitten während der Religionskriege bietet Orsini damit die Vision eines Lebens ohne Dogmen und ohne Machtausübung an. An diesem Ort fanden keine offiziellen Feste statt, keine feierlichen Empfänge. Er diente nicht der Repräsentation, sondern war ein Ort des Lebens. Hier wurde gesungen und getrunken, hat man sich geliebt und gejagt. Außerdem war es im Sommer angenehm kühl. Ein Ort, an dem die Sinne gefeiert wurden. Passend zum epikureischen Geist Vicino Orsinis. Orsini feiert nicht nur die Sinnesfreuden, sondern verteilt als überzeugter Universalist in seinem Garten Skulpturen, die eher an heidnische Mythologien gemahnen, denn an den römischen Katholizismus.
Diese groteske Maske hinter mir stellt Proteus dar, den Gott des Wassers. Man hört es auch rauschen. Wasser kann flüssig, fest oder gasförmig sein, also alle Aggregatzustände annehmen. Proteus steht für das Vielgestaltige, das dem Menschen innewohnt. Zwischen Bomarzo und Rom liegt das Bergdorf Calcata. Hier findet sich ein Garten, der von Paolo Portoghesi gestaltet wurde, einem der Stars der italienischen Architektur. Er soll an den Garten von Bomarzo erinnern. Portoghesi macht die Anlage aus den 1980er Jahren regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich und erklärt bei einer Führung die Parallelen. Ich begrüße meine Freunde und alle anderen Besucher. Sehen Sie sich diese beiden Fassaden hier an. Sie beziehen sich auf die Masken von Bomarzo. Die Skulpturen sind inspiriert von den Ungeheuern von Bomarzo, im Garten von Vicino Orsini, aber neu interpretiert, in einem optimistischen, ironischen Sinne. Diese lächelnden Augen sind die Augen meiner Frau Giovanna. Dieser Ort, der zeigt, wie sich die Natur mit der Zeit der Architektur bemächtigt, ist eine direkte Hommage an den italienischen Garten. Es ist für einen Architekten eine großartige Erfahrung, einen Garten zu entwerfen. Man kreiert etwas, das permanent im Wandel ist. Das, was man geplant hat, verändert sich von heute auf morgen radikal. Er, der normalerweise Gebäude errichtet, möchte der Natur wieder zu ihrem Recht verhelfen. Ich habe den Olivenbäumen eine besondere Aufgabe zugedacht. Sie rahmen den Platz in der Mitte des Gartens ein, den Tempel der vergessenen Götter. Dieser heißt Michelangelo. Er wächst, wie er will, lässt sich vom Menschen nichts vorschreiben. Heute sagt die Natur uns, dass wir sie schützen sollen. Wir müssen ihr zuhören. Wir müssen begreifen, dass wir sie nicht beherrschen dürfen. Im Grunde ist der Garten von der Landwirtschaft inspiriert. Nur hat er keinerlei praktischen Nutzen. Sein Wert ist rein spiritueller Art. Wir sollten die Natur darum bitten, uns den Sinn für die Verbindung zwischen Mensch und Natur zurückzugeben. Das ist der Schlüssel zur Interpretation dieses Gartens. Das also sagen uns die Gärten rund um Rom. Ob die Natur nun unterworfen oder befreit wird, ob es dabei um Erkenntnis oder um Macht geht, sie alle zeugen vom Versuch des Menschen, Ordnung ins Chaos der Welt zu bringen.